Willkommen zurück zu Warriors Orgy 3 Ultimate. Ja, Freunde, es geht weiter. Wir müssen das letzte Ending kriegen. Denn, ja, es gibt nicht ein drittes Ending. Und da sind die zwei Schlachten. Erstmal der Test von Susanoo und dann zweitens eben halt das Finale gegen Orgy X. Nochmal um einiges schwieriger und cooler aufbereitet. Also ich mag diese Version lieber, deswegen seid gespannt. Es kann nur besser werden. Ich habe jetzt auf Shattercut zu Honda geswitcht. Denn die Dialoge mit Liu Bei kennen wir schon alle, weil Liu Bei war eigentlich jetzt im Camp. Ich weiß gar nicht, ob wir das mit Honda kennen, deswegen machen wir es einfach mal. With me gone, how did my lords fare? He struggled as always. And as always, while struggling, he shouldered everyone's burdens and took them as his strength during the fighting. Okay. Nee, den Dialog hatten wir noch nicht. Also mit Honda kann man sich hier ruhig umsehen, glaube ich. Master Tadakatsu, thank you. That wooden bear you gave me the other day was very cute. Your smile is all the thanks I require. It being life-sized was a little unexpected. I sleep well at night, though. Hä? Ein Holzbär? Da schläft die jetzt drauf, oder was? Weil der Lebensgröße hat? Hä? Ich verstehe halt nicht, was... Was, worum geht's? Hat Tadakatsu irgendwie einen Holzbären erschaffen mal? In Geschichte, der streitenden Reiche in Japan. Ganz merkwürdige Geschichte. Ja, das haben wir gemacht. Orgy X wurde das erste Mal besiegt. The Demise of Orgy X. Aber, ja, fürs letzte Ending müssen wir es nochmal machen. Prelude to Acropolis. Erstmal wieder der Test von Susanoo. After defeating the 8 incarnations of Orgy, the humans must now face Susanoo. Work with Fuxi to defeat him. Wird gemacht, Chef. Ja, heute richtig starkes Team. Loot hat er gerade zu Honda Stärkenburg. Geht kaum besser, ne? Immediately after they defeat the 8 incarnations of Orgy, a mysterious power was released from their remains. As it emerged from their bodies, it came together once more and formed a single being, becoming the most powerful evil that had ever existed. The God of Destruction. Upon learning of its existence, Fuxi and Nuva immediately led an army deep into the demon's lair. However, there was somebody blocking their path. It was the leader of the Mystic Army, Susanoo. I don't believe it. Fuxi, look! It's Susanoo! He's so stubborn. Why does he insist on getting in the human's way no matter what? I'm sure he has his reasons, but if we can get him to fall back, then perhaps we should do so. Nuva! Come with me. Fine, as long as you don't slow me down. Die beiden, ne? Hier gab's ja schon Dice Warriors 3. Just saying. Royal Halberd X werden wir hier verwenden. Mystic Tonbogiri werden wir nicht nehmen. Wir werden Tonbogiri X, wenn die Overkill-Waffe schlechthin. Und auch Mystic Knighthood werden wir nicht verwenden, sondern Cleom Sole X. Aufgehende Sonne. Bei den Gegnern, ja, das sehe ich jetzt ein bisschen anders als sonst. Bei den Gegnern haben wir jetzt nicht auch noch Nisa. Wo wir das erste Mal gemacht haben, waren hier eben halt nur Lazerta, Vulpecula und Krux hier und Susanoo eben selbst. Aber Nisa, ja, der war einfach nicht gesehen. Der war einfach nicht da. Der war im Urlaub auf Malle. Cocktails schlürfen.
am Strand chillen, sich sonnen. Aber jetzt ist er hier. Deswegen ist diese Version auch um einiges schwieriger. Fuxi und Nuwa dürfen nicht sterben. Susanoo und Nesa müssen vernichtet werden. Die Anführer sind trotzdem, glaube ich, wieder alle da, ne? Ja, Saozo, Nobunaga, Liu Bei, ja. Okay, daran hat sich nichts geändert bei uns. Nochmal Susanoo's Team? Ja, warum eigentlich nicht? First Taigong Wang, sagt er. Das heißt, Taigong Wang hat Susanoo als erstes verraten. Interessant zu wissen. Das ist übrigens das Dynasty Warriors 4 Kostüm von Lugu. Richtig cool. Das schlechteste Lugu Kostüm in dem Spiel ist meiner Meinung nach das von Dynasty Warriors 5. Sieht am unepischsten aus. Diese Rüstung ist wirklich ein bisschen breiter. Und die von Dynasty Warriors 5 sieht genauso aus, nur nicht so, ja, imposant eigentlich. Für die Menschen. Okay, nehmen wir mal wieder meinen Kumpel Stärkenbock. Einen meiner Lieblingscharaktere, ihr wisst es ja. Dieser Move, ne? Der ist so stark, so gut einfach nur. Unfassbar, Leute. Eisangriff, alles was du brauchst, ne? Stärkenbock. Und hier die Blitzschockwelle. Ja, ich weiß ja nicht, wie war das nochmal? Nesa, der haut gleich ab, der verpisst sich. Und setzt das Hauptlein in Brand. Irgendwas habe ich da in Erinnerung. Wollen wir erstmal durchspielen im Let's Play? Also von damals, vom uralten Let's Play. Da hatte ich da ein paar Probleme gegen Nesa, weil es war alles am Brennen und es war mega schwer. Ja, genau. Ah ja, jetzt war komplett anders, Leute. Jetzt bin ich nicht hier eingesperrt. Wie komme ich jetzt zurück? Gute Frage. Tricky. Das gar nicht mehr so richtig im Kopf. Oh, es war mit Honda ein bisschen. Nur immer Honda, nur Peaches! Natürlich Honda, für diese schwierige Schlacht. Ja, sowas war klar. Ja, die ist deutlich schwieriger als die wir im vorletzten Part gemacht haben. Oh Gott, wie komme ich jetzt hier schnell raus? Wir sind jetzt hier total eingeschlossen. What shall we do? Der arme Zauzo hängt hier auch fest. Wir müssen irgendwie einen alternativen Weg finden. Wie wir hier wieder zurückkommen. Es geht nicht auf, Leute. Was machen wir jetzt? Das Tor geht nicht auf. Doch, jetzt. Sehr gut. Da haben wir ja Iyasu Tugawa ja drin getrappt in der ersten Version. Hier hingegen nicht. Hier müssen wir einfach da durch, um eben einen Weg zurückzufinden. Ich weiß nicht, ob Nesa jetzt auch schon da ist. Das werde ich jetzt aber mal kurz auschecken. Nee, Nesa ist noch da oben. Ich weiß, dass der noch angreift. Ich weiß, dass der noch in die Offensive geht. Ja, schauen wir mal. Honda, der macht das mal einfach gerade hier. Zack. Ram Attack. Mann, ich vermisse den Angriff aus OG 1 und 2. Das war so richtig overpowered. Angriff, Verteidigung und Speed gebufft mit R1. Und noch Schaden gemacht. Also Honda wurde ein bisschen genervt in dem Spiel. Ist nicht mehr so stark wie in OG 1 und 2. Trotzdem noch gut. Jetzt ist Nesa, glaube ich, da. Und hier sind die Flammen. Scheiße. Wie kommen wir hier zurück? Wie kommen wir hier raus? Leute. Fuxi ist fighting with Nesa. Ja, und wenn man sich jetzt hier nicht... Mann, ich muss doch da durch. Oh, nee. Wenn man sich hier nicht beeilt, dann verlierst du. Weil Nesa, Fuxi oder Nuwa abschlachtet. Komm, wenn wir Lupus besiegen, müsste das Labyrinth eigentlich gestoppt sein. Oder? Ich weiß es nicht. Probieren wir es einfach mal. Und Nuwa greift jetzt Susanoo an. Ernsthaft? Oh, die darf doch jetzt auch nicht besiegt werden.
Aber genau deswegen, das meine ich, das ist super stressig, diese Schlacht. Muss eigentlich überall sein. Ja, ich kann mich ja nicht in zwei Teile schneiden. Genau, jetzt brennt hier nämlich alles. Ich habe das noch in den Kopf. Da hatte ich wirklich Probleme damals im alten Let's Play. Aber jetzt haben wir Stärken nur. Zack. Mensa, ich will nicht in die Mensa essen gehen. Das schmeckt doch alles nicht. Hau ab, Mensa. Niemand mag dich, niemand will dich. So, Nesa. Es wird Zeit. Es wird Zeit für unseren Showdown. Und einer hat drauf gewartet, nicht Lubu. Er will Rache. Go ahead and try. Leg dich nicht mit Lubu an, Nesa. Irgendwann kriegt er seine Rache, glaub mir. Fuxi ist in trouble. Ja, Fuxi braucht mehr Hilfe als Lubu, weil sie eben halt am Brennen ist. Und tschüss, Mann. Nesa ist down. Er ist tot, aber die Ringe, die drehen sich noch weiter. Das finde ich so lustig. Lol. Er stand wieder auf. Er brauchte noch einen letzten Hit oder so. Keine Ahnung. Das ist ein wenig strange. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen hier mit Lubu. Nehmen wir einfach Stärkenburg. Oh, der Phoenix. Der hat ja gar nichts zu melden. Der ist ruckzuck down gewesen jetzt. Na gut, wir haben die Axt des Kriegsgottes, da liegt's. Sehr gut. Und. Oh, ich liebe diesen Energiestrahl. So gut. Der fliegt so weit und ist so mächtig. Ist auch richtig breit, also er trifft so viele Gegner. Guckt's euch an, Mann. Der ultimative Move, ey. Das mag ich so an Stärkenburg. So, jetzt können wir durch die Mitte durchgehen. Hoffe ich doch, dass es geht, weil da waren ja noch irgendwie Flammen. Ah, Nuva ist struggling against Susanoo. Ja, was soll ich machen? Ich kann nicht schneller dahin. Musste Nesa besiegen. Hauptsache, hier ist jetzt keine Sackgasse. Naja, jein. Die Sackgasse verschwindet, wenn Ekulus besiegt ist. Ekulus! Ich bin der Ekulus, der Ekulus, der Ekulus, der Ekulus. Bitte Deus, der Deus. So, jetzt müssen auch alle Flammen gelöscht sein, weil alle Mystiker vernichtet worden sind. Tadakatsu! Mach du es. Iron Orcs, let's go, Iron Orcs! So heißt Tadakatsu ja in Sengoku Basara 1. Devil Kings. Komm, Kooks! Nur noch ein Treffer. Danke. Nuva, ich komme! Halte durch! Mighty Warriors Susanoo will face you. Ja, und hier geht's dann eben halt zum Finale. Also die Maps sind so ein bisschen miteinander verbunden eigentlich. Aber hier geht's dann wieder zu Orochi X. Ja, Susanoo kann ruhig abgehen, das bringt ihm nichts. Oh doch, ein bisschen mehr hält er glaube ich diesmal aus. Aber trotzdem nicht genug. Er wird diesen True Triple Monsoon nicht überleben. Finish him! Lubu, Tadakatsu und Stärkenburg. Das war's mit Susanoo. The final test ist absolut. Genau das gleiche diesmal gesagt. Da stand er auch wieder auf und fällt. Hä? Das ist irgendwie ein komischer Bug. What a waste of time that was. We must tarry. Ja, statt dass wir direkt unsere
Streitkräfte kombinieren und gegen Orochi X, ja, da fortschreiten. Nein, er muss uns erstmal wieder testen, ne? So unlogisch. You shouldn't say that. If we cannot overcome Susanoo, then we have no chance of winning the next battle either. Das stimmt schon, aber trotzdem ist es irgendwie unnötig. You don't have to tell me that. That's why I said it was a waste of time. Ah, weil die sich siegessicher war? Als ob, du bist schwächer als Susanoo. Nuwa, Alter. Wie fühlst du dich denn heute? We always knew that the humans possesses the strength to defeat Susanoo. Ja, okay, das stimmt. Weil wir uns Susanoo schon öfter besiegt. That blockhead didn't even try to accept them until he felt they had proven themselves to him. That's what I like about Susanoo. Stop saying such weird stuff, Fuxi. It makes my skin crawl. Okay, the final battle for the fate of the world is about to begin. We believe in the human's ability to earn total victory. Das werden wir nächstes Mal herausfinden. Yeah, Royal Hardware X. Nee, normal Royal Hardware. Nicht X. X kann man nur schmieden übrigens, das kann man nicht finden. Und die Materialien, die kriegst du halt nur im Gauntlet-Mode, den wir natürlich auch noch irgendwann machen werden. Weg damit, Phoenix Spike, richtig bad. Hätte verhalten können, der Lappen. Charm of Alacrity, plus 19. Ein Update, immer noch nicht maximal, immer noch nicht bis 20, vielleicht kriegen wir es noch irgendwann. Aber es war auf jeden Fall eine Verbesserung. Sehr schön. Jetzt können wir Speed noch ein bisschen erhöhen. Mach ich gerne bei Ninja-Charakteren. Wir müssen wieder Main-Menu. Doomskate für die düstere Atmosphäre. Vom Finale. Soul Piercer. Mhm. Phantom Nunchaku. Bullshit. Alles Bullshit. Ne, das war gut. Oh, Summer Beat. Das Problem ist, ich habe einen besseren Summer Beat. Guckt es euch an. Brauchen wir nicht. Trotzdem selten. Naja, war ganz okay. Ich meine, hätte ich Summer Beach nicht gehabt, wäre es super gut gewesen. Please forgive me, I was just thinking of Xelia. I hate it when people get rowdy at parties like this. I've got my own way of doing things. You wish for me to enjoy this party? Then you had better bring the wine. Tja, Kyubi, ich sag nur übernächster Part. Ja. Die hat was mit der Ultimate Story zu tun, Leute. Daumen hoch, falls es gefallen hat und ihr euch auf den Final Fight gegen Orochi X freut. Der richtig, richtig geil diesmal ist. Also viel besser gemacht als beim ersten Mal. Weil die Hydra kommt nochmal zurück. Kiyomori, der rastet komplett nochmal aus. Und Orochi X, der geht über seine Grenzen. Also ist viel schwieriger als beim ersten Mal. Dranbleiben, Freunde. Verpasst auf keinen Fall den nächsten Part. Das eigentliche Finale von Warriors Orochi 3. Weil danach war eigentlich Ende. Aber wir spielen Ultimate, was viel mehr Content hat. Gut.
Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.